Rund um die Lüneburger Heide sind tausende von Grabhügeln erhalten. Megalithengräber, Steinsetzungen, Hügelgräber. Dazu gehört auch das Hügelgräberfeld in der Adensdorfer Heide mit etwa 45 Hügeln, die im Wald und auf der Heide auszumachen sind. Viele wurden leider durch die Kultivierung der umliegenden Äcker zerstört. Zwischen Bad Beversen und Bienenbüttel befindet sich dieses 10 Hektar große Hügelgräberfeld aus der älteren Bronzezeit, ca. 1500 vor Christus. Anhand von Modellen wird über den Bau von Hügelgräbern und über den Totenkult der Bronzezeit informiert. In den Jahren 1974 und 1975 fanden dort archäologische Grabungen statt. Die besten Ergebnisse erbrachte der Hügel mit der Nummer 24. Ein in den Boden eingetieftes sogenanntes Untergrab in der Mitte gelegen barg eine Baumsargbestattung, die örtlich älteste Bestattungsart. Das Ganze wurde mit Placken überdeckt. Dieser Hügel wurde von einem Randsteinkranz eingefasst. Die bronzenen Grabbeigaben bestanden aus einem Beil, einem Dolch und einer Nadel. Benachbart fanden sich Pfeilspitzen aus Feuerstein und Tongefäße. Die ältesten Bestattungen erfolgten ebenerdig in Baumsärgen. Die jüngsten sind Urnenbestattungen direkt unter der Hügeloberfläche. Die Grabhügel der Bronzezeit waren mit Steinkreisen, Gräben und Pfostensetzungen umgeben. Ihre Funktion ist bis heute nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich haben sie einen heiligen Bezirk abgegrenzt und waren eben nicht nur Gräber, sondern auch Tempelbezirk und Zeremonialplatz. Zum Totenbrauch dieser Zeit gehörten nicht nur Gräber, sondern auch sogenannte Totenhäuser. Auch wenn die Bedeutung der großen Steingräber bis heute nicht geklärt wurde, waren sie wahrscheinlich eben nicht nur reine Begräbnisplätze. Leider, auch wenn sie für die Ewigkeit gebaut wurden, sind viele dieser Großsteingräber zerstört worden. Aus ihren Steinen hat man Hof- und Hausfundamente gestellt, Mauern und Straßen erbaut. Insgesamt konnten um etwa 1850 noch 250 Großsteingräber im Landkreis Uelzen gezählt werden. Heute sind davon nur ungefähr noch ein Dutzend oder weniger gut erhalten geblieben. Zu den Hünengräbern wurde sich erzählt, dass die Hünen große Riesen wären, die diese Steine vor vielen Jahrtausenden aufgestellt hätten. Warum? Dazu gibt es verschiedene Überlieferungen. Man konnte sich halt nicht erklären, dass diese großen Steine von Menschenhand hätten bewegt werden können. Auch gab es die Erzählungen, dass in den Hünengräbern bzw. den Hügeln rundherum die Feen hausten. Sie waren dafür zuständig, die Hünengräber zu bewachen. Sie lebten in den Hügeln rundherum. Man konnte sie sogar sehen an den Sommer- und Wintersonnenwänden. Dann tanzten sie und feierten ihre Feste auf den Hügeln. Aber wehe, man würde entdeckt werden bei der Beobachtung. Dann musste man mit ihnen tanzen und das nicht nur einmal, sondern ganze 100 Jahre lang.
Der ein oder andere Bericht handelt auch von sogenannten Seelenlichtern oder besser bekannt als Irrlichter, die über diese Orte der Hügelgräberfeldkultur leuchten sollen. In mondleeren Nächten würde man sie tanzen sehen. Im Christlichen besagte der ein oder andere, es handelte sich hier um die alten heidnischen Leute, die nicht getauft gewesen wären und nun nach Vergebung suchen und deswegen keine Ruhe finden. Wie auch immer, der Bericht der sogenannten Seelen oder Irrlichter, den finden wir bis in die heutige Zeit, gerade an solch kraftvollen und mystischen Orten, die uns bis heute in den Bann ziehen.